Recht herzlich willkommen zur 73. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Kriegsgrund verloren, okay, nicht schlimm. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir unser Regentschaftsrat loswerden. Irgendwann wird dann, ne? Okay. Wird er dann alt genug sein, hoffe ich. Kann man auch eher sehen, wann er Geburtstag hat. Nicht wirklich, ne? Anspruch stark, okay. Was haben wir hier noch? Der Klerus möchte noch ein bisschen Loyalität. Ne, doch. Einfluss ist hier hoch. Von den Bürgern. Okay. Können wir hier was machen? Machen wir das doch mal, oder? Okay, da gibt's neue Schiffe. Ja. Teurer werden die Schiffe auch. Schön, dass wir 100 Bevölkerung dazu gekriegt haben. Kolonie ist selbst erhalten, super. Kriegsgrund verloren. Armeeorganisator ist gestorben. Ah, da haben wir noch, naja. Gut, das hat sich noch nicht geändert. Ah, jetzt ist er alt genug geworden gerade. Mit 15 geht das also. Okay. Jetzt muss er nur Nachwuchs kriegen noch. Gut, wir waren jetzt hier selbsterhaltend. Wahrscheinlich die da, ne? Weil das ist noch nicht und das ist auch noch nicht. Und die sind und da hat es gleich Neufundland gekriegt, ne? Korruption kriegen wir dann. Ah, was machen wir? Machen wir so. Okay, da können wir hier was machen. Disziplin. Ja, zock. Da gibt es ja auch noch den ganzen Wert, ne? Weil wir die durchhaben, die Offensivideen, ne? Ja. Wieder einen fertig, jetzt ist nur noch das hier, ne? Das ist erst ab 18. Wir sind 17, okay. Was hier eigentlich? Norwegische Nationalisten vor der Unabhängigkeit. Wo ist denn das? Kann man das irgendwo sehen? Ja. Da nicht, auf jeden Fall hier irgendwo wahrscheinlich. Hier stehen 15.000 Mann parat. Tja. Die haben eben die Dingens bekämpft, ne? Die Eingeborenen. Gibt's denn noch Norwegen? Fällt mir gerade so ein. Ich glaube nicht, ne? Das war doch Florida hier, ne? Ja. Haben wir noch eine Insel, die die haben? Wahrscheinlich, ne? Nee. Das war Schweden, oder? Skandinavien. Wo ist Norwegen? Jetzt können wir noch die nationale Souveränität machen. Okay, dann geht natürlich auch ein ganz neue Gruppe. Ja, cool. Dann da gerade hin. Jetzt können wir hier noch entscheiden. Qualitätsideen, Defensivideen, Aristokratie, Einflussideen. Hm.
Stärke. Und dann kommen die Schiffe hier, ne? Anspruch auf eine Provinz verloren. Das ist bei den Thronfolger. 553, der ist gar nicht mehr so schlecht. Nehmen wir den noch dazu, oder? Okay, haben wir. Ja, wir haben Nachfolger. Hier nochmal kurz rein. Hier müssen wir Maßnahmen ergreifen. Okay, sieht besser aus, ne? Konvertiert Großbritannien. Ja, was ist denn das für ein Glaube hier, ne? Ne, das war nicht Region, sondern hier, das war's. Okay, die nächste Selbsterhaltene. Reformiert sind die. Der Rest ist katholisch. Okay. Koptisch und so weiter. Die Kolonien sind alle selbsterhaltend hier. Katholisch, totemistisch, totemistisch. Sondern hier unten animistisch. Okay. Ja, selbst erhalten, ne? Dann ist die auch bald selbst erhalten, ne? Ja. Dann können wir hier noch einen senden. Der haben wir nicht. Schick die mal da hin. Okay. Ferrara hat Großbritannien als neuen Dingens. Ja, sehr interessant. So, hier hatten wir auch noch ein Problem, ne? Geld brauchen wir nicht. Tja, neue Weltcharta gewähren. Da verlieren wir Loyalität. Was haben wir hier? Verlieren wir doch die administrative Macht. Kolonie selbst erhalten. Normandie ist auch weg. Dann haben wir auch keine Eroberungskriegsrunde mehr. Gut, mach das mal gerade zu. Jetzt müssen wir nochmal hier oben gucken. Winter geworden, das haben wir geschafft. Dann können wir da rein theoretisch ansenden. Lass mal gerade die Finanzen angucken. 12. Senden. Ist immer noch, das dauert, bis der da ist halt. Naja. Jetzt haben die auch schon ein bisschen stärker, ne? Mit 11 Mann hier, 5 Schiffe im Hafen, 1 draußen. Die können ja jetzt auch mal selber was machen, ne? Britannia hat Krieg. Den Krieg erklärt. Okay. Britannia war auch noch hier unten irgendwo, ne? Das sind sie nicht, oder?
Kolumbien. Französisch. Hier sind die Bretagnen-Leute, ne? Bretonisch. Ja. 10 Einfluss verliert der Klerus. Jetzt sind wir hier 2 weniger, wie man sieht. Was brauchen wir jetzt noch? Gucken wir mal gerade durch. Geld sind die 10. Kredit haben wir nicht. Ja, das geht alles. Das müssen wir abwarten. Unsere Armee ist die Schüttnerin und wir müssen mehr Soldaten haben, okay. 75% und wie viel haben wir? Müssen wir 59 haben oder so, ne? Naturwissenschaftler gestorben. So, 15 haben wir da drüben. 15 haben wir hier. Müssen wir das mal gerade machen, oder? Naturwissenschaftler. Prestige ist cool. 200 Siedler. Nehmen wir die Siedler. Ja. So. Die bekehren wir. Und hier können wir was bauen. Das kostet uns immer 85. Ich ziehe das jetzt mal durch, soweit, dass das weg ist, ne? Agent entdeckt. Hier haben wir 50, drücken wir mal runter. Geht das da auch nochmal? Läuft, ne? ja. So, wie machen wir das? Machen wir 60 drauf oder nicht? Das ist die 30, müssen wir dazu machen. 30 haben wir schon. Ja, komm, machen wir was. Zack, zack, zack. Geld ist bald alle. Okay, die Franzosen haben irgendwie den Krieg erklärt, das Geld ist alle. 9 Stück sind das schon. Dann sind da 39. Läuft, ne? Gut, dann müssen wir gucken. Welche Ansprüche auf Provinzen haben wir denn noch? Welche ist das jetzt hier? Euer Bocker. Wo ist denn euer Bocker? Dann machen wir nochmal, ne? Ach, das ist euer Bocker. Okay, das andere ist Memphor Fremacock oder so ähnlich. Okay. Warum, wieso, weiß ich nicht, aber wir haben da 2 Provinzen, wo wir Rechte drauf haben. Sehr interessant. Das ist bretonisch hier. Wenn wir denen den Krieg erklären, kommt Ferrara, Hamburg und Österreich dagegen. Was ist hier oben mit Bretagne? Stopp, dann sind wir schon zu weit, oder? Ne, da ist Spanien. Wenn wir denen den Krieg erklären, na, da sind wir nebengetickt.
Ne, war doch richtig, glaube ich. Holland und Skandinavien wären dabei, ne? Nur Österreich nicht, die sind auf der anderen Seite. Einartige Regimenter. Autonomie, diplomatische Macht weg. Agent schon wieder entdeckt, okay. Zack. Und zack. 50 haben wir. Können wir 3 oder 4 machen, oder? Fünf, sechs, doch so viele. Zack, das weg. Auswählen. Verein. Dann haben wir 30, 45, das ist schon wieder ein bisschen mehr. Ja, gut, okay, aber dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.